gleich aus, Mensch. Tag. Hallo, Schatzi. Ja. Und du hast zu mir gesagt, du kennst die ganz Großen. Die ganz Großen. Alle kenne ich sie. Alle Großen. Sie waren alle und du da. Hast zu mir gesagt, alle wenn mein Mäuschen da. Will, dass die Flippers bei uns auf der Hochzeit spielen, dann spielen die da. Flippers da. Ja, sicher. Ja, und wo sind sie? Ja, also, wir haben ja noch gar du keine hast mir Heirat. Nicht, du hast mir noch nicht mal einen Heiratsantrag gemacht. Soll ich sie engagieren? Gesagt, soll ich sie engagieren? Ja. Und dann spielen die und wir sind gleich verheiratet. Nee, du hast mich schon ja nicht gefragt. Du dann hast klingelt das morgens um 9 an der Tür klingeln. Ich sag, was ist das denn? Ja, die Flippers, wir wollen bei ihnen im Wohnzimmer spielen. Ach komm, mach mal Witze darüber. Wie lange soll das denn noch dauern? Du hast gesagt, du wirst vorstellig bei meinem ältesten Bruder Walter. Lass alles mich zusammen. Doch mit der Muschpoge in Ruhe. Weil da hatte ich ein Auto besorgt. Er hat bis heute nicht bezahlt. Und weil er sein Bruder ist... Ich hab bezahlt dafür. Ich bin doch dafür arbeiten gegangen. Du bist doch nicht für Walter sein Auto arbeiten gegangen. Ja, du kannst doch von deinem Geld, was ich dir jeden Abend bringe, kannst du doch das Geld von Walter nehmen. Moment mal. Kriege ich jetzt was durcheinander? Das Geld, was du mir gibst, ist mein Geld. Da ist ja, glaube ich, was nicht in Ordnung. Kann das sein, dass mein Traktor humpelt? Kann das sein, dass mein Hamster brummelt? Ist irgendwas hier oben, mein Blumenkohl, tupft das nicht richtig oder was? Sprüche. Das sind keine Sprüche. Was ist jetzt? Ja, warte. Du guckst wieder Hund. Ich guck wie der ja, Hund. Ja, wenn der Hund Hunger hat, dann guck genau wie du. Ja, genau. Ihr seid euch sowieso viel zu ähnlich. Natürlich. Und ich bin deine Frau, weil ich nicht so bin wie du. Sonst wäre ja gar keine Anziehung dieser da. Dieser Hund hat Charismatik. Das ist doch für jeden ganz komisch nachzuvollziehen, Charismatik. Hat der Hund. Zum Beispiel die Claudi. Die Claudi hat zu mir gesagt, die hat dich getroffen. Und da hast du zu der Claudi gesagt, willst du, Moment. Scheiße, nicht mehr hören. Ja, hör mal zu, da hast du zu Claudi gesagt, willst du ein Kaugummi? Und da hat die Claudi gesagt, ja. Ja und? Ja, dann ist sie bestimmt. Lass mich mal ja annehmen. Er ist die Claudi bestimmt. Steht da drauf? Das hab ich gewusst. Ich wusste. Schau, du hast was mit dir. Wusste ich ganz genau. Kann ich wusste sie? Nur noch drüber hinter Claudia. Ja, wo bist du denn? Wieso? Wieso sind die nicht da? Ich bin so am Zittern. Frau Werner, so was macht man da? Ich hab dir haben gesagt, sie solche Probleme auch? Du sollst bitte um 8 Uhr auf der Matte stehen. Du sollst hinten den Kofferraum ausräumen. Ich bin meine ganze Familie. Ich willst du mir jetzt erzählen, dass die Karre Richtung Peter, Mannheim unterwegs ist? Mit 3 Kisten Dimpel und 5 Kisten Heik hinten in deinem Auto drin. Willst du mir das bitte erzählen? Geschwister, Malis, Michi, Nicole, mein lieber Michi, ihr habt nur Luft in eurer Rübe. Ich habe einmal einen freien Tag genommen. Jeder normale Angestellte hat noch einen Behördengang. Kann man sagen, ich bleib noch ein paar Stunden weg. Zwillinge, Ayla und Ayhan, hab ich noch nie gesehen. Halt die Schnauze, verdammt nochmal.